Marc Schneider, es ist Donnerstagmorgen, der Tag nach dem Wahnsinnsmatch am Mittwoch gegen FC Zürich. Wie geht es im Herz? Ja, wieder gut. Also der Puls ist wieder ein bisschen runter und ein bisschen beruhigend. Ja, von dem her bin ich zufrieden. Für den Zuschauer hat der Match gestern wirklich alles geboten, was ein Match kann bieten kann. Kurzer Rückblick von dir. Mit was bist du zufrieden gewesen, mit was weniger? Ja, mit den ersten 30 Minuten sehr zufrieden. Nachher haben wir 15 Minuten gehabt, wo wir es nicht so gut gemacht haben. Die zweite Halbzeit unheimlich solidarisch. Wo wieder extreme Willensleistung war, mit einem Mal weniger. Und das hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Was der Match schon hat gezeigt, bei uns in der Mannschaft ist eigentlich jeder ersetzbar. Du hast gestern recht müssen umstellen. Bist du da einig mit mir? Ja, das soll auch so sein. Wir haben ein relativ breites Kader, das uns im Moment sicherlich entgegenkommt. Und dann haben wir qualitativ auch viele Leute, die anderen können ersetzen können. Und es muss so sein bei uns. Und das Schöne ist, dass es im Moment auch so der Fall ist. Wo die Mannschaftsausstellung ist rausgekommen gestern Abend, haben sich viele gefragt, warum der Rich Munzi nicht in dieser Mannschaft, in der Startelf innen ist. Was war der Grund gewesen? Ja, weil die Meisterschaft nicht nach dem Spiel fertig ist. So, man muss ein bisschen aufpassen, es wird kein Spieler alle Matchen können spielen. Das ist so ein unheimliches Programm. Und der Rich ist ein wichtiger Spieler für uns. Also, wir wollen nicht Gefahr laufen, dass er sich unnötig verletzt. Und dementsprechend hat er nicht angefangen. Und es war schon so mit ihm abgesprochen gewesen, dass wir gesagt haben, wenn es die nicht braucht, so, dann würde ich die auch nicht wollen einwechseln. Und ja, es hat auch funktioniert. Was ich auch gehört habe, so jetzt in den sozialen Medien, warum das dieses Wechselkontingent nicht ausgeschöpft ist, weil doch wir sind nur zu 10 gewesen und ja, es war doch relativ happy gewesen, mit 10 fertig zu spielen. Ja, wir haben nachher umgestellt auf 4-4-1. So, und nachher haben wir auf der Bank auch nicht mehr die Spielertypen gehabt, die uns für das in dieser Phase auch wirklich hätten können helfen können. Und man darf es nicht ganz vergessen, es ist nicht ganz so einfach, in so ein Spiel reinzukommen. So häufig haben wir das Gefühl, ja, es kommen neue Leute und die mögen den. Und nach dem ersten, zweiten Sprint sind die kaputt, weil sie einfach in ein unheimlich intensives Spiel reinkommen. Und dann ist es manchmal einfacher. Du spielst 90 Minuten durch, als du kommst eine Viertelstunde oder 20 Minuten vor Schluss. Und du wechselst nur, dass du gewechselt hast. So, das ist bei uns nicht die Idee. Jetzt sind wir am Sonntag auswärts gegen Luzern. Wie ist dort der Weise? Ja, wir wollen wieder punkten. So, das ist unser grosses Ziel. Wir werden auch wieder das Spiel so angehen, dass wir alles werden versuchen. Und mit den Spielern, die zu diesem Zeitpunkt in der bestmöglichen Verfassung sind, dass wir auch dort 3 Punkte holen können. Du kommst direkt aus der Videoanalyse. Was hast du Gielen gesagt im Hinblick zum nächsten Spiel? Ja, das war aber noch der Rückblick auf gestern gewesen. Also sehr viele gute Szenen können zeigen, aber sicherlich auch Sachen, die wir müssen verbessern müssen, die wir unbedingt verbessern wollen, sodass uns die Sache noch etwas ein einfacher fällt und dass wir dann vielleicht ein 3-0 einfacher können über die Runde bringen können. Noch ein Wort zu Luzern. Wie sind die im Moment drauf? Was hast du so für Erfahrungen gemacht jetzt in der letzten Zeit? Ja, die haben einen guten Start in der Rückrunde. Sie sind sehr, sehr solid, sehr konstant. Die machen ihre Sache gut. Auch mit dem neuen Trainer habe ich das Gefühl, das funktioniert dort sehr gut. So, das wird ein Knacknuss sein. Wir haben das schon hier erlebt, daheim, wo wir 1-1 gemacht haben. Ja, das wird wieder eine Herausforderung sein, die wir uns aber auch stellen müssen.